die Beckruf. Vor dir liegt ein unentdeckter Pfad. Level 195. Warnung, dieses Dokument ist nur für ausgewählte Mac-Mitarbeiter autorisiert. Level 195 steht nur unter Mac-Aufsicht und ist ohne angemessenen Schutz schädlich. Alle Eingänge zu Level 195 sind bewacht und gewartet, nicht ohne Erlaubnis eintreten. Bitte geben Sie Ihre Anmeldeinformationen an diese Datei anzusehen. Level 195. Versteckte Dokumentation, klassifizierte Immobilien, geschützte Einrichtungen. Überlebensschwierigkeitsklasse Omega. Level 195 ist von unbekannter Größe mit Temperaturen zwischen 27 und 17 Grad Celsius. Auf dem Level gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus, wobei ein vollständiger Zyklus 38 Stunden dauert. Es gibt das, was tagsüber eine Sonne zu sein scheint, aber ein Mangel an Sternen oder einem Mond in der Nacht. Tagsüber hat der Himmel ein trübes, graues Aussehen mit wenig bis gar keinem Wolkendecke. Die Luftfeuchtigkeit ist aufgrund des Wassermangels auf dem gesamten Level extrem niedrig. Die einzige Form des Wetters ist der Niederschlag von Merkur. Die Geologie, Fauna und Flora haben eine auffallende Ähnlichkeit mit den Erdwäldern. Alle einheimischen Objekte bestehen aus Metall, wobei die meisten Metalle Aluminium, Nickel, Titanium, Silber und Wolfram sind. Alle Übergangs- und Postübergangsmetalle sind mit Ausnahme von Technetium und Polonium zu finden. Die beiden Ausnahmen sind beide radioaktiv und haben keine stabilen Isotope. Obwohl Pflanzen im Laufe der Zeit zu wachsen und sich zu entwickeln scheinen, bestehen aus alle resultierenden Ökosysteme aus Metall. Tiere, die in den Waldbiomen heimisch sind, sind ebenfalls vorhanden, die aus verschiedenen Metallen bestehen, die zu ihren traditionellen Gegenstücken passen. Die inneren Strukturen von Organismen sind vorhanden, bestehen typischerweise aus weichem Metall wie Gold, Kupfer oder Gallium. Bäume sind aus härteren Materialien in Richtung der Mitte des Stammes, wobei die Wurzeln die weichesten sind. Die Wurzeln absorbieren den am Boden gefundenen Quecksilber. Der Abbau in der Oberfläche zeigt verschiedene Flecken, die aus verschiedenen Materialien bestehen. Metalle scheinen nicht mit der Luft zu oxidieren, was verhindert, dass das Eisen zu Kupfer rostet. Geodähnliche Strukturen sind unter der Erde üblich und zeigen im Inneren selten Materiale wie Iridium, Osium, Rhodium und Palladium. Venen von seltenen Materialien werden auch tief unter dem Level gefunden, wobei Yttrium in den genannten Venen am häufigsten vorkommt. Wasser existiert nicht innerhalb des Levels und wird stattdessen an relevanten Orten wie Flüssen oder Seen durch Quecksilber ersetzt. Quecksilber ist eine Flüssigkeit bei der Temperatur im Level 195. Die Luft ist extrem giftig, mit schweren Metallpartikeln, die eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen wie Erbrechen, Übelkeit, Müdigkeit, Reizbarkeit, Gedächtnisverlust und mehr verursachen können. Metalle, die für den Menschen traditionell giftig sind, reagieren immer noch wie im Körper erwartet. Es wird dringend empfohlen, flüssige Quecksilberkörper zu vermeiden, da der längere Kontakt mit der Haut gesundheitsgefährdend ist. Level 195 ist für die meisten Lebensformen bewohnbar, aber dies kann durch den Import von Lebensmitteln und Wasser behoben werden. Es wird empfohlen, Schutzkleidung und einen Atemfilter zu tragen, während sich innerhalb des Levels bewegen. Außenposten. Mac-Außenposten, Schmiede von Plutos. Die Schmiede von Plutos wurde kurz nach der Entdeckung von Level 195 gegründet und war die erste darauf bewohnbare Stätte innerhalb des Levels. Ein Gewächshaus wurde durch den Import von Böden und Kulturen hergestellt. Wasser wurde konserviert und mit gelegentlichen Abgaben von Vorräten recycelt, bis eine langfristige Lösung gefunden werden konnte. Die Schmiede von Plutos dauerte etwa ein Jahr und produzierte verschiedene Waffen, Rüstungen und Werkzeuge für die Mac. Zu der Zeit wurden die Giftstoffe in der Luft in Level 195 nicht entdeckt. Innerhalb der ersten 6 Monate der Operation begannen über 40 Einwohner gesundheitliche Komplikationen zu erleiden. Es wurden Schäden an Atem-, Nerven- und Herz-Kreislauf-Systemen gemeldet. Diese Ergebnisse stimmten mit den verschiedenen Vergiftungen durch Schwermetalle überein, insbesondere Blei und verdampfende Quicksilbergase. Es wurde keine ordnungsgemäßen Umweltteste durchgeführt, höchstwahrscheinlich durch die schnelle Montage des Standortes, um die wertvollen Ressourcen von Level 195 auszunutzen. Die Produktion wurde erst kurz nach 10 Monaten Aktivität eingestellt. Der Ausgang von Level 195 änderte sich bei einer festgelegten Rotation, die zu der Zeit unbekannt war. Innerhalb von einem Jahr waren 74 der ursprünglichen 103 Einwohner tot oder schwer erkrankt. Die verbleibenden Siedler fanden den neuesten Ausgang am Tag 379, wobei 29 der Expedition überlebten. Ein Erkundungsprotokoll, das Überreste von der Schmiede von Plutos detailliert beschreibt, ist beigefügt. Die Erkundung erfolgte mehrere Monate nach der Evakuierung des Geländes. Protokoll 195 FPEX. Protokoll Start. Ist es an? Ja, denke schon. Das ist Log 1 der Plutos Forge Exploration. Was passiert ist, ist, dass... Du musst keine Expedition geben, es ist bereits in der Datei. Wie auch immer, wir sollten uns in der Stätte nähern. Die Bäume hier sehen alle durcheinander aus. Da drüben, siehst du das? Ja. Kamera sucht auf einen heruntergeschlagenen Außenpost in der Ferne. In die Schmiede von Plutos geschnitten. Die Macht ist ausgefallen. Nun, keine Scheiße, die Basis ist schon eine Weile tot. Wie ist alles so auseinandergefallen? Es gibt keine Stürme oder irgendwas, das diesen Schaden verursachen könnte. Lass uns hier runtergehen, ich denke, der führt zum zentralen Raum. Wir müssen diese Leichen wiederherstellen. Ich denke, sie werden das tun, sobald die Schmiede neu betrieben ist. Ich hoffe es. Der Archivraum befindet sich in dem Korridor. Lass uns zuerst dorthin gehen, bevor wir woanders hingehen.
Beginnen wir mit der Suche nach Gesundheitsakten. Ich habe einige gefunden. Ich denke, sie sind... Scheiße, gib sie mir. Ja, das sind sie. Das ist das, was wir brauchen. Wir müssen weiter nach allen anderen suchen. Haben die Überlebenden nicht die meisten wichtigen Dinge mitgenommen? Ausrüstung ja, aber Daten nicht. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sie haben es beide gelesen. Es ist Tag 368. Alle sind krank. Ich versuche mein Bestes, um ihnen zu helfen, aber es gibt nichts, was ich tun kann. Alex ist gerade gestorben. Jetzt habe ich niemanden mehr. Jeder, der mir wichtig war, ist tot oder wird es gleich sein. Klar gleitet eine Suche, um den Ausgang mit unseren verbliebenen Filtermasken zu finden. Wir haben alle eingepackt, nur für den Fall, dass wir es hier rausschaffen. Sanitäter hier zu sein, hat eine erlösende Eigenschaft. Ich fand nicht sehr viel da draußen. Ich bin nicht annähernd so viel Staubkontakt gekommen wie die meisten anderen. Wenn du das gerade liest, bin ich entweder tot oder bin entkommen. Halte meine Katze und meinen Honig sicher, wenn ich es nicht schaffe. Sie ist das Einzige, was ich jetzt noch habe. Hat sie es geschafft? Weiß ich nicht. Ich kannte sie nicht. Können wir zumindest überprüfen, wenn wir es zurückgehen? Ja gut. Sky faltet das Papier zusammen und steckt es in seine Jackentasche. Schnitt in einen unbekannten Innenraum. Warum ist die Mauer hier auseinandergerissen? Kamera sucht entlang der Wand. Risse sind zu sehen. Ich bemerke, dass einige der Außenseiten so aussehen, als wir hier reinkamen. Glaubst du, dass einige Wildtiere das getan haben? Bezweifle ich. Es gibt ja keine feindlichen Entitäten. Lazarus stößt mit einer Stange einen Riss in die Wand. Zwei insektähnliche Organismen kriechen heraus. Was zum... Kommt zurück, das haben wir noch nie gesehen. Sie scheinen nicht feindlich zu sein. Wir können versuchen, ein Exemplar mitzunehmen. Gut, dann werden wir direkt zurück zur Basis mitnehmen. Lazarus stöbert aus seiner Tasche und nimmt einen durchsichtigen Behälter heraus. Er fängt das Insekt an und legt einen Metallstopfen über den Behälter. Da, sieht so aus, als wäre es für ein paar Minuten zumindest sicher. Sky geht auf und sucht auf den Fehler. Was macht das mit dem Deckel? Das Insekt kratzt das Metall und scheint Fetzen davon zu essen. Ich glaube, es frisst Metall. Erinnert mich an Termiten. Nun, leg es in einer Tasche und lass den Deckel da nicht rausnehmen. Schnitt bis zu einer Außenspiele von Plutos. Hast du alles? Ja, lass uns gehen. Nun, schalte die Kamera aus. Wir müssen keine Batterie verschwenden. Richtig. Logende. Nach der Erforschung der Spiele von Plutos wurde die gesammelte Insektenprobe unter Beobachtung gestellt. Die Insekten hat jetzt eine Level-exklusive Entität für Level 195. Entität E1951. Datei öffnen. Metallmalz. Metallmieten. Entität 195.1. Lebensraum Level 195. IETS 2E. Klasse Zoophyt. Metallmieten sind eine Art, die auf Level 195 einheimisch ist. Diese Wesen ähneln Termiten aus der normalen Realität. Ihre Exoskelette reichen aus Material, wobei die meisten aus Aluminium, Titan, Platinum und Vanadium bestehen. Die Beine, Unterkiefer, Augen und Antennen sind immer aus Kupfer. Die innere Anatomie stimmt mit anderen Organismen innerhalb von Level 195 überein, wobei die traditionelle Organstruktur durch metallische Gegenstücke ersetzt wurde. Ihr Verhalten ist auch parallel zu Termiten. Statt Holz zu konsumieren und zu graben, ernten sie stattdessen Metall. Wo sie es vorziehen, in den Bäumen Level 195 zu leben, sind sie dafür bekannt, sich in künstliche Metallstrukturen zu graben. Genau wie andere Insekten produzieren sie Nachkommen durch Eier. Ein merkenswerter Unterschied ist jedoch, dass die Nachkommen aus dem Metall hergestellt werden, das die Mutter vor dem Legen der Eier gegessen hat. Dies ist besonders nützlich, um die Metallmietenpopulation nach einem Befall zu verfolgen. Metallmieten leben in der Regel bis zu 2 Jahre. Sie sind sehr hitzeempfindlich und vermeiden Bereiche mit Temperaturen über 32 Grad Celsius. Dies kann verwendet werden, um Metallmietenbefall zu verhindern, da traditionelle Insektenschutzmittel nicht wirksam sind. Diese Insekten sind leicht in Nicht-Metallgehäusen enthalten und mit gelegentlichen Stretzen als Natur versorgen. Eine mögliche Anwendung für Metallmieten ist für strukturelle Angriffe. Metallmieten können die feindliche Infrastruktur freigesetzt werden, um sich von Metallstücken zu ernähren. Sie können auch zur Entsorgung von Waffen verwendet werden. Do's und Don'ts. Tun. Metallmieten in nicht-metallische Behälter aufbewahren. Füttern Sie gelegentlich Metallproben. Verwenden Sie Wärme, um den Metallmietenbefall abzuschrecken. Don'ts. Lösen Sie sich in andere Level auf, insbesondere solche mit metallischen Strukturen. Versuchen Sie, Metallmalz zu zerquetschen. Ihre Exoskelette sind extrem hart. Mac Außenposten Schmiede Novus. Aktiv. Nach dem Scheitern von Schmiede Plutos wurde Schmiede Novus mit geeigneten Sicherheitssystemen gebaut. Luftfilter wurden zusammen mit Luftschleusensystemen installiert, um die Exposition gegenüber giftigen Staub zu reduzieren. Die Ausgangsorte und das Timing wurde vollständig berechnet, um einen einfachen Ein- und Ausstieg von Personen aus Vorräten zu ermöglichen. Forge Novus liegt etwa 35 Kilometer von Forge Plutos entfernt. Wesentliche Komponenten und Materialien wurden auf den vorherigen Basen recycelt, um sie zu bauen. Schmiede Novus hat derzeit 164 Einwohner. Gesundheitliche Probleme aufgrund von Schwermaterialien waren minimal. Wasserlieferungen erfolgen alle 2 Wochen. Schmiede Novus wurde auch mit einem Labor installiert, um das Ökosystem von Level 195 weiter zu untersuchen. Pläne zur Erweiterung des Bergbaus und der Forschung von Level 195 wurden derzeit überprüft. Eingänge. Betreten in der blau gestrichenen Scheune in Level 91. Einsteigen in ein Boot namens Gunmetal Sky, das in Level 230 angedockt ist. Hier finden Wasserimporte und Metallexporte statt.
Berührung eines Stücks Kupferdraht, das in Level 75 gefunden wurde. Ausgänge. Das Öffnen eines Baumes, eingebettet in einer Metalltür, führt zu Level 230. Das Berühren eines Vogelnestes aus Gold führt zu Level 46. Das Betreten einer mit Gallium gesäumten Höhle führt zu Level 75.